Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge nach einem Tod, haben wir es dann doch geschafft, zum Glück, den Gegner zu besiegen. Da hinten liegt noch Loot, den holen wir uns noch. Da oben steht auch noch eine Kiste. Irgendwie habe ich schon wieder Déjà-vu, dass wir das schon gespielt haben. Ich habe es auf jeden Fall mit meinem zweiten Charakter gespielt, aber die Kisten gerade, irgendwie sagen die mir schon wieder was. Ich weiß auch nicht. Entweder spielen wir hier alles doppelt und dreifach. Oder ich verwechsel da ganz groß was im Kopf, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass wir die Mission erst gespielt haben. Naja. Was wollte ich sagen? Ja, diese Woche läuft es ein bisschen anders mit den Uploads. Ich habe... Also, wann kommt denn die Folge hier? Die kommt jetzt am Montag. Ja, also diese Woche kommt jeden Tag nur eine Folge. Also ein Tag Outriders, den nächsten Tag Valheim, ein Tag Outriders, wieder Valheim. Weil ich habe die komplette Woche so viel zu tun, dass ich es leider nicht schaffe, jeden Tag zwei Folgen hochzuladen. Und da dachte ich mir, wir machen es lieber so, anstatt dass ich dann jeden Tag zwei Folgen hochlade und dafür dann zwei, drei Tage lang gar nichts, weil ich nicht dazu gekommen bin. Hier ist noch eine Kiste. Deswegen diese Woche jeden Tag nur eine Folge. Und ab nächster Woche geht es dann wieder ganz normal weiter. Aber manchmal ist das eben so. Das teilt sehr, sehr viel Zeit, die ganze YouTube-Geschichte. Ich meine, es macht mir extrem viel Spaß, ansonsten würde ich nicht so viel aufnehmen. Aber wenn halt manchmal der Terminkalender voll ist, geht es leider nicht anders. Ist aber nur die Woche so. Dann wieder alles wie gewohnt. So. Warum habe ich denn das Scharfschützengewehr in der Hand? Keine Ahnung. Nee, also jetzt gespielt haben wir die nicht. Aber ich hatte irgendwie ein Déjà-vu mit den Kisten. Dass hier eine stand und dann da hinten. Oder? Nee, ich glaube, wir waren mit einer anderen Mission hier. Kann das sein? Daher kam das Déjà-vu. Wir waren mit irgendeiner anderen Mission hier, glaube ich. Und hatten die Kisten schon geholt. Ja, irgendwie sowas. Also ich glaube, wir waren vor kurzer Zeit erst hier. Sarah Tanner, you made us proud. Outrider till the end. Okay. I found Sarah Tanner. She made it further than any other expedition. Tough, like her dad. The final key. Time I paid that bunker one more visit. Komisch, dass es auf Englisch ist, da passt wohl was mit der Übersetzung nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, hier haben wir Konvoi. Aber der Bunker war gar nicht in dem Gebiet hier, ne? Das Erbe. Benutzt den Generalschlüssel, um das Geheimnis aufzudecken. Ja, wir müssen dann nochmal zu dem Bunker zurück. Machen wir später. Was haben wir hier? Aktive Mission Grenzland. Hier haben wir die Historiker-Mission. Und hier ist bloß Sehenswürdigkeit. Also erstmal zum Camp zurück. Und dann müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir wieder die ganzen Navigationsprobleme. Das ist das Lager. Wo müssen wir lang? Ich würde jetzt einfach mal hier vor und rechts laufen, weil das könnte ja eventuell der Ausgang hier sein. Hey Chana, ist Bailey noch bewusstlos? Dass wir unterwegs sind, hilft nicht gerade. Ich weiß ja, dass es keine Entschuldigung für das gibt, was sie getan hat. Hört sich an, als würdest du es entschuldigen wollen. Also, Bailey war genauso Corrigans Sklave. Er hat sie etwas besser behandelt, aber er hat unsere Gedanken über Jahre vergiftet. Nie versucht, mich zu töten. Sag Bescheid, wenn sie wach wird. Bin ich mal gespannt, was dann passiert. Beziehungsweise nicht, ich weiß es aber. Ihr seid gespannt. Also wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Jetzt ist die Frage, ob wir die Mission jetzt hier auch irgendwie annehmen können. Was war es denn für eine Mission? Entschuldigung, ich muss noch mal reingucken. Grenzland. Verfolgt, okay. Und das Navi sagt jetzt wieder wo ganz anders lang. Ach, Mann. Wir holen mal noch schnell die Kiste. Na gut, hier geht's auch nicht weiter. Dann passt das zumindest schon mal. Und wieder auf zurück. Mache den Weg frei. Das ist ja eigentlich unsere Hauptmission gerade, oder? Ich glaube schon. Die Frage, wollen wir die jetzt weitermachen? Ja, dann machen wir dann nachher noch die Historiker-Mission. Und dann haben wir doch hier alles abgeschlossen.
wie die einfach umfallen. Ah, hier kommt gleich Alpha-Alarm. Und gleich ohne Ende Alphas. 2 oder 3 Stück. Weiß ich noch, wie ich das mit meinem Technomanten gespielt habe. Da bin ich die ganze Zeit hier diesen Kreis gelaufen, über diese Brücke rüber und wieder weg. Mal gucken. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir aktuell mit der Ausrüstung sogar stärker sind, als ich das mit meinem... Sag ich doch, hier ist er. Als ich das mit meinem Technomanten war. Und das finde ich krass, weil ich mit dem Technomanten schon ganz gut geskillt war. Ja, der Pyromant ist halt doch nochmal echt heftig gerade mit den Lava geschossen. So, genau, jetzt geht nämlich das Spiel wieder los. Hier lang zu rennen. Aber selbst die Alphas, und dafür, dass wir auf Weltstufe 11 sind, die fallen ja einfach nur um. Das ist wunderschön. Also wir kommen ja echt sehr, sehr easy durch. Cool. Wo ich halt auch sagen muss, ich habe mit meinem Technomanten sehr, sehr lange Maschinengewehr gespielt. Weil ich es halt einfach geil fand, 80 oder 100 Schuss Magazin zu haben. Weil ich halt auch eine ähnliche Taktik mit den Geschossen und so gespielt habe. Aber habe dann halt erst relativ spät rausgefunden, dass diese Salvensturmgewehre eigentlich das Nonplusultra sind. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir gerade so geil hier durchkommen. Wo seid ihr? Ah, nein, nicht die. Die müssen erstmal weg. Autsch, 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 autsch. Ah, das ist so heftig. Eine Brutmutti. Die müssen wir uns natürlich kümmern. Die habe ich irgendwie gerade erst relativ spät mitbekommen. Vielleicht kam sie auch gerade erst um die Ecke. Ich dachte schon, ich bin voll reingesprungen. Ah, wir müssen raus aus dem blauen Zeug. Ah, wir müssen hier weg. Oh, oh. Ja. Wahnsinn, oder? Wir waren gerade noch voll. Also wieder voll. Das Vieh kam angesprungen, ich konnte nicht weg und ein Perforo hat noch zugebissen. Wahnsinn, naja. Tode gehören dazu. Das können wir nun mal nicht ändern. Müssen nur gucken, dass wir relativ zeitnah auf die Brutmutti draufgehen. Müsste ja gleich schon wieder um die Ecke kommen. Jetzt kommt sie um die Ecke. Ja gut, aber ich muss mich auch erstmal um die kümmern. Was soll ich machen? Das funktioniert leider doch nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe. Müssen wir mal gucken. Es ist halt doof, dass wir hier so eine enge Brücke haben. Es ist halt null Platz, um ordentlich auszuweichen oder mal wegzurennen oder was auch immer. Und die ganze Zeit kommen hier noch die kleinen Biester. Das macht es alles nicht einfacher. So, wir müssen hier raus, definitiv. Cool, wir haben sie gerade abgehalten von dem, was sie machen wollte. Ich versuche mal dran vorbeizurennen. Jawohl. Und drauf auf die Mutti. Jetzt kommen hier wieder welche. Oh, und sogar noch ein Alpha. Shit. Au. Wir müssen Schaden machen, sonst kriegen wir kein Leben. Nein. Und der flippt wieder komplett aus. Ist wieder so ein Ausraster. Okay, haben wir. Und Attacke. Na komm, die muss fallen, bevor die kleinen Viecher kommen. Komm, jawohl. Sehr cool. Also ist echt geil, wir sind aktuell sehr, sehr OP für Weltstufe 11. Oder ich war damals einfach ziemlich schlecht, kann auch sein. Aber viele Sachen haben wir auch zu zweit und zu dritt gespielt und da wird es sowieso viel schwerer. Also ich finde, man kommt eigentlich fast überall solo besser durch. Obwohl ich am Anfang dachte, mal gucken, ist ja Multiplayer-Spiel, Solo soll ja schwer sein und hö. Aber ganz ehrlich, ich finde, man kommt Solo besser durch. Ist natürlich doof, wenn man stirbt, man ist halt gleich vorbei dann, man hat niemanden mehr, der einen wiederbeleben kann. Aber also zu zweit geht's auch noch, aber sobald man zu dritt ist, werden die Gegner so stark, dass alles doppelt und dreifach so lange dauert. Oh oh.
Ah, sehr, 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 sehr eklige Mission. Mal gucken, wie es jetzt solo läuft. Aber das wird sehr heftig. Das kann ich euch versprechen. Und es wird auch sehr, sehr lange dauern. Mal gucken, ob wir das überhaupt in der Folge noch schaffen. Die haben wir so oft zu dritt versucht. Wie gesagt, zu dritt ist halt auch echt schwer und die haben wir, wir wollten die unbedingt auf der Weltstufe schaffen, auf der wir damals waren. Ich weiß nicht mehr, welche das genau war hier an der Stelle. Und wir haben das ungelogen 40, 50 Mal versucht. Weil hier halt auch 1 Million Alphas dann kommen. Und 2 große Gegner. Also mehr als 2. Wir kommen jetzt gleich so ein ganz paar Wellen. Wir müssen erstmal die erste Welle ausschalten. Na, es war ein bisschen doof mit den Lava geschossen. Aber hier geht es tatsächlich auch sehr, sehr viel ums Movement. Wo ich sagen muss, dass es jetzt alleine gerade echt easy ist. Zu dritt kam hier gefühlt die doppelte Anzahl an Gegnern. Der Kriecher muss auf jeden Fall weg. Ja, also wir waren damals, also einerseits zu schwach, keiner hatte so ein gut. Nein, nein. Ah, shit. Ja, keiner hatte schon so richtig sein Bild gefunden mit den ganzen Waffenmods. Das war eigentlich immer überall erstmal nur das Rüstungsteil oder die Waffe nehmen, die den höchsten Wert hat. Er hat aber noch nicht so wirklich viel zusammengepasst. Das kommt halt alles erst so ein bisschen später, wenn man ein bisschen gespielt hat. Und damit haben wir halt jetzt gerade einfach schon ganz guten Vorteil. Au, au, au. Aber das heißt trotzdem noch nicht, dass es einfach wird. Shit, 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 shit. Wir brauchen Leben. Ah, diese blaue Scheiße. Ich hasse das. Aber ich bin gerade sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Er hat ganz schön was fallen lassen, wa? Klang zumindest gerade so. Ah, wir müssten eigentlich mal unbedingt das große Vieh wegkriegen. Aua. Ah, die Sache ist halt wirklich, wenn wir hier zweimal hintereinander getroffen werden von so einem Alpha oder irgendwie... Ah, genau, das meinte ich. Dann sind wir trotzdem schneller tot, als ihr glaubt. Ach, geh weg. Irgendwas kommt noch von hinten. Was war denn das? Nein, nein. Lade nicht nach. Wir müssen überleben. Erste Welle geschafft. Jetzt kommen die zwei Säcke. Und jetzt kommt der schwierige Teil an der Geschichte. Naja, mal gucken. Ich baller jetzt einfach das Magazin drauf. Aber die halten trotzdem sehr, sehr viel aus. Aber normalerweise kommen jetzt auch nochmal 1 Million andere Gegner. Ja, so langsam kommen die auch. Wenn wir die beiden natürlich schon mal wegkriegen und ihr müsst, wenn ihr das zu dritt spielt, da braucht ihr gefühlt eine Viertelstunde nur für die beiden. Weil die einfach so viel Leben dann haben. Ach, geh doch weg. Schaut mal, wie schnell der erste hier gefallen ist. Ach, geil. Wenn ich das mit damals vergleiche, ist das ein Paradies. Jetzt gerade hier. Und der bleibt sogar schön da unten, der kommt nicht mal hoch. Ich kann ihn in aller Ruhe draufballern. Ach, perfekt. Okay. Also easy. Und überall droppt's Loot. Leider fast nur blaues Zeug. Weiß nicht, war da hinten, war glaube ich noch so ein fliegendes Vieh, oder? Ne, es waren die Perforos, die hier so ballern. Kam er denn her? Oha. Und damit haben wir es. Wahnsinn.
Weil wir haben 5 Minuten gebraucht und nicht mal, glaube ich. Hier 5 Minuten. Coole Sache, okay. Angst ist nicht begründet, Al Solo ist wirklich... Der Weg zum Tor ist frei. Um einiges geiler. Wollen wir das überhaupt? Dieses Ding sieht so aus wie die Pforte zur Hölle. Nur dieses Tor steht noch zwischen uns und der Quelle des Signals. Ich habe irgendwie gar keine Lust mehr, durch dieses verdammte Riesentor zu gehen. Ja, kann ich nachvollziehen. Wir haben ordentlich gelevelt. Stufe 25 kriegen wir bestimmt in der nächsten Folge hin. Guck nochmal ganz schnell hier oben, ob es hier noch irgendwas gab. Sieht aber erstmal nicht so aus. Aber hübsch gemacht ist es hier auf jeden Fall. So, normale Munition stecken wir uns natürlich nochmal ein. Können dann da gleich nochmal reingucken. Ich nehme erstmal fix den Flaggenpunkt ein. Diese ganzen Statuen kann man übrigens auch abschießen, wer das möchte. Nur so als kleine Info am Rande. So, haben wir. Dann gucken wir nochmal ganz schnell hier oben rein, ob da noch was versteckt war. Und dann haben wir die Hauptmission doch hier auch abgeschlossen. Ach, sag ich doch. Und jetzt mal was Schönes, Liedernes. Schade. Ah doch. Aber nicht schön. Naja. Dann wird es halt zerlegt. Heftiges Tor. Ist die Frage halt auch, wer hat das gebaut? Es wird ja nicht hier von den Outriders sein oder generell von der Bevölkerung. Das wird ja schon hier auf Enoch gewesen sein. Sollte man sich halt auch mal fragen, wer das gemacht hat. War alles der kleine Orgist ganz alleine. Ja, ich würde sagen, kommt mal zum Tor. Okay, mal sehen, wie das Ding aufgeht. Ich warte hier auf euch. Alles, worauf wir gehofft haben, liegt hinter diesem Tor. Aber es ist kein Öffnungsmechanismus zu sehen. August, du weißt es doch, ja? Acht. Volk. Es gibt noch mehr wie dich? Vielleicht. Was soll das heißen? Du weißt, was da draußen ist? Ist das euer Ernst? Das ist die einzige Hoffnung? Das ist das Ende der scheiß Welt da draußen. Wo ist jetzt euer Ort jenseits der Stürme? Wir betreten gleich ein Gebiet, wo nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Los, bevor ich es mir anders überlege, ja? Ist das Spock? Verdammte Dreckscheiße. Seht euch diesen Sturm an. Kommt ziemlich schnell näher. Wir brauchen Schutz. Ich übernehme die Führung. Folgt mir. Oh, es wird ja immer besser. Und da sind wir in der Wüste angekommen. Sieht nicht unbedingt nach einem Ort jenseits des Sturms aus, da hatte Jakob schon recht.
finde einen Unterschlupf, wo ihr vor dem aufziehenden Sandsturm sicher seid. Machen wir, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's nicht weiter, sondern übermorgen erst. Bis dahin, macht's gut.